So, Jung Naiv, diesmal Republika für Desinteressierte und ich habe einen weiteren Gast. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Liebke Ladwig, im Web als Sinn und Verstand unterwegs und ja, ich habe gerade hier eine Session gehalten. Ja, deshalb habe ich dich getroffen. Über was hast du geredet? Warum bist du auf der Republika? Ja, ich bin hier, ich habe meine Session hieß Decoding a Book, was ist Buch? Es ging darum, tatsächlich mal so das Wesen des Buches zu ergründen. Ich komme ursprünglich aus der Buchbranche, bin eigentlich Buchhändlerin, habe in Verlagen gearbeitet, bin jetzt selbstständig, habe viel Verlage beraten. Und die ganze Branche wird eigentlich getrieben eben von dieser Diskussion, was man, ja, wie kann die Buchbranche überleben, die sich eigentlich ja, durch das Buch definiert. Das ganze Selbstverständnis einer Branche gründet eben auf einem gewissen Buch. Ja. Und die Digitalisierung bringt da einfach auch viel Unruhe rein. Was machen wir jetzt damit? Ja. Aber ist ein Buch immer noch für die Verlage das, was man quasi in der Hand hält, dieses haptische, dieses Papier? Oder ist da jetzt im Kopf schon so weit, dass ein Buch auch quasi ein E-Book sein kann? Also, weißt du, ist manchen klar, dass Print stirbt? Alle sagen, dass Print stirbt. Ich glaube, das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Also die meisten Bücher, die im Buchladen verkauft werden, sind immer noch gedruckte Bücher. Ist das so? Ist es so. Man muss sagen, Fachverlage haben da, denen geht es etwas anders. So manche Verlage vertreiben mittlerweile 60-70% ihrer Bücher digital oder bieten digitale Lösungen an. Das sind eben Fachverlage, wie gesagt, Fachinformationen. Das heißt, aber, was sind Fachverlag? Fachverlag, etwa juristische Fachverlage oder wirtschaftswissenschaftliche Fachverlage, naturwissenschaftliche Springer Science ja. etwa. Aber die sind schon so weit, dass die meisten Sachen quasi digital rausbringen. Genau. Die drucken das gar nicht mehr. Die drucken das gar nicht mehr, weil auch so dieses das Buch an sich da nicht mehr funktioniert. Also wenn Informationen sehr schnell aktualisiert werden müssen oder eben auch mehr durchsuchbar sein müssen, als es eben in einem gedruckten Buch der Fall ist, dann bietet sich einfach eine digitale Lösung an. Und andere Verlage, Publikumsverlage, also sprich alle, die Romane rausbringen oder eben vielleicht auch Sachbücher, für die ist das E-Book noch nicht so selbstverständlich. Also da ist es dann vielleicht ein Marktanteil von ungefähr 1-2% zurzeit. Warum ist das so? Ich meine, du sagst ja quasi gerade immer noch die Großverlage, die Romane und die Belletristik und so weiter rausbringen, die klammern sich immer noch an dem oder klammern sich die Leser an dieses Buch? Ja. Also wie ist das? Ich glaube, beide klammern. Beide klammern. Was heißt klammern? Warum ja, es hat auch etwas mit Gewohnheit zu tun, mit Lesegewohnheit. Etwas wird es gerade aufgebrochen. Gerade ältere Leute greifen ganz gerne zum E-Reader, weil sie da die Schrift größer skalieren können. Früher gab es ja immer noch Großdruckbücher, Taschenbücher. Das macht meine Oma jetzt. Ja. Oma hat zu Weihnachten so einen E-Reader bekommen und ich dachte, sie fasst das nie an, aber genau aus dem Grund. Ja, genau. Also auch wenn man mal in der Bahn guckt oder so, es sind viele ältere Menschen, die so einen E-Reader davor haben, vor der Nase haben aber und lesen. Es gibt immer noch mehr Menschen, die mit einem Buch da sind. Ja, also mit einem Papierbuch. Mhm. Ja, es hat, wie gesagt, etwas mit Gewohnheit zu tun. Ja. Ich denke, wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier auf der Republika, wir sind hier ja schon auch irgendwie ein Nischenbetrieb. Findest du? Ja, wir sind zwar vielleicht jetzt hier 5000 Leute, aber ich habe ja viel mit Menschen zu tun, bei denen die Digitalisierung noch nicht so angekommen ist. Und das ist in der Buchbranche, sind es einfach viele, für die das Internet immer noch ein wenig befremdlich ist. Ist das so? Ja. Erzähl mir mal, wie sind die Menschen da, die führenden Menschen in der Buchindustrie drauf? Was halten die von Internet? Oder ist das alles für sie ein Mischmasch und alles doof? Ja, es ist ja mal schwierig. Gefahr für das Geschäftsmodell? Das Abendland geht unter, das ist klar. Ne? Nein. Für die Verlagsmanager? Nein, also ich denke, man darf es... Pauschalisierungen sind immer schwierig. Es gibt eben welche, die sind ja schon sehr weit, aber es gibt tatsächlich auch Verlagsmenschen oder eben auch Buchhändler, aber auch Leser, die mit dem E-Book oder überhaupt mit Digitalisierung wenig anfangen können. Das ist vielleicht etwas Bedrohliches, aber ich meine, das haben wir ja in anderen Bereichen des Lebens Angst. Auch so. Ja, das ist schon etwas. Warum haben die Angst? Das ist genau so das Thema für dieses Format. Wie kann man dafür Angst haben? Naja, ich meine, guck dir die Berichterstattung in den klassischen Medien an und dann ist das nicht mehr so verwunderlich, oder? Also, die Facebook-Falle oder Todesfalle Facebook, Sexfalle Facebook. Ich lese ja keine Zeitung. Ach ja, stimmt, du bist ja der, ja keine Zeitung liest. Ja. Ja, guck mal, deswegen hast du auch keine Angst. Ja. Ja. Aber, das heißt, die klassischen Medien machen Angst vor dem Internet und die Verlagshäuser und die Verlagsmenschen glauben das? Vielleicht haben die auch selber ein bisschen Angst vor dem Internet.
Und, weil einfach auch Geschäftsmodelle schwieriger werden. Ich meine, du musst mal überlegen, was wird über Bücher vermittelt? Das ist Wissen, Information, Geschichten. Was ist, wenn man, wenn das wenn es dematerialisiert wird? Wenn es nichts mehr zum Verkaufen gibt, wenn es kein Produkt mehr gibt, was man kauft, das ist schwierig, damit Geld zu machen, weil es dann plötzlich da ist und es ist so körperlos. Und, das ist ja bei den Zeitungen nicht anders, nur dass es halt Artikel sind und keine Bücher. Ja, und ich meine, auch die Zeitungen haben ja das Problem, irgendwie Geschäftsmodelle zu finden für etwas, was sie irgendwie dann ins Internet stellen, und die Menschen haben einfach keine Lust, da groß für zu bezahlen, habe ich auch nicht. Also, wenn was frei verfügbar ist, dann möchte ich da nicht für bezahlen. Es sei denn, es ist mir eben etwas wert, und das ist das Interessante. Das weißt du erst im Nachhinein? Naja, ich finde es ganz gut, wie die Taz das etwa macht, ne? Dass ich eben auch sagen kann, okay, der Artikel hat mir etwas bedeutet, ich bezahle also etwas, oder sowas wie Flatter oder so, dass man eben auch Informationen, die frei zugänglich sind, bezahlen kann. Ja. So funktionieren aber Verlage nicht, denn ich meine, wenn man was druckt oder was herstellt, der Autor möchte ja schließlich auch von was leben. Also der kann dann nicht sagen, so lieber Bäcker, ich weiß, vielleicht irgendwann bezahlt jemand mein Brötchen oder gibt mir das schon mal, wenn es mir geschmeckt hat, dann bezahle ich das. So funktioniert es halt nicht. Auf der anderen Seite, wozu braucht es überhaupt noch Verlage? Ich meine, die sind ja früher dazu da gewesen, das quasi zu redigieren und das zu drucken und zu vertreiben. Der Vertrieb hat sich verselbstständigt, der Druck ist unnötig. Warum gibt es die noch? Ja, der Druck ist ja eben nicht unnötig. Also wie gesagt, nach wie vor gibt es eben auch ist der Großteil der Bücher, die verkauft werden, immer noch gedruckt. Noch, aber das ist das Ding, noch. Also ja, vielleicht bleibt es ja auch so, wer weiß. Das sind ja momentan alles Vermutungen, die wir so anstellen. Aber der Verlage leisten ja in der Tat auch etwas mehr. Also wenn man im Verlag, im Lektorat war und sieht, was da an unverlagten Manuskripten reinkommt, oder wenn man auch mal bei Amazon auf dem Kindle sich so ein paar E-Books drauflädt, die nicht korrekturgelesen oder nicht lektoriert sind, dann weiß man vielleicht, dass Verlage doch etwas mehr tun, als nur das Manuskript eines Autors entgegenzunehmen und irgendwann kommt da so ein Buch raus. Es wird schon etwas gemacht. Man darf ja nicht vergessen, dass ein Buch auch gestaltet wird. Ja. So, es gibt sehr gute Self-Publishing-E-Books. Das möchte ich damit nicht sagen. Es gibt Menschen, die können das oder die suchen sich Hilfe oder suchen sich auch Dienstleister. Ja. Aber es hängt eben viel mehr dran. Und auch gerade sowas wie Marketing und Vertrieb ist, das können viele Autoren auch nicht leisten. Ich meine, die müssen halt Geschichten schreiben. Oder wollen Geschichten schreiben. Die wollen sich nicht mit Vertriebsplattformen auseinandersetzen oder sich mit Marketing auseinandersetzen. Und das heißt, es gibt schon gewisse Dienstleistungen, die vielleicht nicht so offenbar sind, aber die eben dann doch verlagsspezifisch und wichtig sind. Heißt das denn, dass die Rolle eines Verlages sich ändert hin zu einem Dienstleister für den Autoren, dass der Autor halt einfach nur Sachen also quasi 30% der Einnahmen abgibt an denjenigen, und ansonsten ist es ja gerade beim Verlag andersrum, oder? Das irgendwie den Eindruck habe ich auch. Also ich meine, das nagt natürlich am Selbstverständnis der Verlage. Ne? Ja. Bis jetzt war es so, dass die Autoren mehr so Dienstleister waren, die dann die Texte geliefert haben, und die Verlage waren eben die Gatekeeper, die wichtig waren. Ja. Und inzwischen ist es dann doch so, dass sich auch durch das Web die Autoren zusammenrotten und sich austauschen und auch merken, dass sie auch eine gewisse Macht haben und sich über Verlage austauschen, und dass eigentlich dann der Verlag möglicherweise eher zum Dienstleister wird. Also es ist so ein Rollentausch. Das macht alle so ein bisschen kirre. Und spannend. Ja, es ist total spannend. Also ich finde es total irre spannend. Das Problem ist, dass man ja immer noch irgendwie Geld verdienen muss. Das ist das Blöde daran, weil sonst würde es total viel Spaß machen, alles Mögliche auszuprobieren. So wie mir. Also genau. Ich verdiene auch noch kein Geld damit. Ja. Außer das Crowdsourcing. Ja, genau. Ja. Also spendet dem Mann was. Später wieder. Ja. Kannst du noch kurz erklären, was du jetzt in deinem einstündigen Vortrag gesagt hast? Hast du irgendwas gefordert? Worüber hast du geredet? Ja, also ich wollte auch ein bisschen provozieren, und es gab hinterher auch eine wirklich schöne Diskussion. Man hat wirklich gemerkt, die Menschen lieben Bücher und setzen sich für die Bücher ein. Die einen mögen mehr die E-Books, die anderen wollen aber, dass das gedruckte Buch bleibt, und für beides gibt es eigentlich Argumente. Aber womit hast du provoziert? Ich habe das Buch auf die Couch gelegt quasi, ne? Ihm geht es ja gerade nicht so gut, es weiß nicht mehr wirklich, wer es ist. Ja. Und ich wollte mal so diese Trennung zwischen Inhalt und eben Trägermedium auch klar machen. Wir sprechen, wir differenzieren da zu wenig. Diese ganze Diskussion, die wir haben, die dreht sich immer so eigentlich ums gute Buch. Man hat immer so dieses gute Buch vor Augen. Aber die Bibel. Das beste Buch. Ich dachte jetzt mehr an Goethe oder weiß der Himmel was. Ne, so den guten deutschen Roman des Bildungsbürgertums, dass das wirklich was wert ist. Aber natürlich ist das Buch viel mehr. Ich meine, die ganzen Nackenbeißer, so nennen wir Buchmenschen, so diese, wo die Frauen in die Arme gegossen werden von irgendwelchen halb entblößten Männern.
Die vergehen als E-Book beispielsweise sehr gut, aber es gibt eben auch die Fachbücher, es gibt Lexika, es gibt Atlanten, es gibt Reiseführer, Comics, was weiß ich. Und wir sprechen halt eigentlich immer über was anderes. Die einen sprechen vom Inhalt, die sagen dann, das ist der Text, auf den es ankommt, der Inhalt, der Content, und die Verlage haben doch den Content, da müssen die doch was mit machen. Und die anderen sagen, ja, aber meine Güte, dieses gedruckte Buch, das ist doch total überflüssig. Ja, aber die anderen sagen, meine Güte, dieses gedruckte Buch ist doch total Banane, wir wollen digitale Produkte, ich möchte doch nicht mehr irgendwie mit 1000 Bücherkisten umziehen. Genau. Und merken aber nicht, dass sie eigentlich über was völlig Unterschiedliches reden sprechen. Aneinander vorbei. Ja. Und das war eigentlich so meine Frage. Ich habe kein großes Ergebnis präsentiert, sondern ich wollte eben diese Diskussion eröffnen, da auch mal darüber nachzudenken, wenn wir über das Buch sprechen, ist das Buch überhaupt tatsächlich eben noch so der gültige Begriff, den wir dafür haben? Oder müssen wir vielleicht nach einem neuen suchen? Entstehen vielleicht auch eben neue Erzählformate oder genau wie Medienformate? Und einfach genauer hinzugucken, worüber sprechen wir tatsächlich, damit wir eben nicht so aneinander vorbeireden. Und auch zu zeigen, hier, da ist die Buchbranche, redet über uns, redet nicht über uns, sondern redet mit uns. Ja. Und ich bin ja so ein bisschen so die Schnittstelle dazwischen. Ich bin ja nicht mehr direkt in der Buchbranche, aber ich finde es einfach ganz gut, die Leute zusammenzubringen. Und die Leser werden in der Tat viel zu häufig vergessen. Dankeschön. Bitte sehr.